Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Bloodborne, meine Lieben. Ich nehme euch jetzt schon hier mit hinzu, denn ich möchte jetzt erstmal was zu mir nehmen, so damit wir aufsteigen können. Und dann habe ich noch was auf meinem Herzen. So, Moment, verwenden, mehrfach verwenden. Ich glaube, ich brauche zwei Stück. Ja, und ich habe richtig geglaubt. Und zwar, ich nehme diese Folge hier im Anschluss auf. Ich hatte eigentlich nicht vor, die nächste Folge im Anschluss aufzunehmen, weil ich eigentlich noch Grandia aufnehmen müsste. Aber mich hat da jetzt im Momentan gerade so die Lust gepackt und dachte so, komm, wir nehmen noch ruhig eine Folge auf. Und zwar, meine Lieben, habe ich doch in der letzten Folge hier mit dem netten Mann gesprochen, bevor er gestorben ist. Und er hat uns außer dieser tollen Waffe uns noch was hinterlassen. Und zwar einen Schlüssel. Als wir in der letzten Folge auch im Menü gewesen sind, da dachte ich mir schon nicht so, dieser Schlüssel, oh, da war ich mir unsicher, ob dieser Schlüssel hier schon in unserem Inventar gewesen ist oder nicht. So, und wir haben in der letzten Folge diesen Schlüssel noch bekommen, und zwar Untergrundzellenschlüssel zur inneren Kammer. Zellenschlüssel zur inneren Kammer der großen Kathedrale. So, Zellenschlüssel zur inneren Kammer der Zelle unterhalb der großen Kathedrale. Die innerste Kammer der Untergrundzelle beherbergt einen einsamen Verrückten. Er trägt ein Bestienfell und läutet eine Glocke, die kein Geräusch von sich gibt. Endloser Tod erwartet diejenigen, die die geräuschlose Glocke vernehmen können. Ja. Lassen wir das Monster da frei. Und ja, ich wollte halt auch noch aufsteigen, ne? Achso, nee, Quatsch. Wo lauf ich denn hin? Ja, ich müsste dann schon mit dir quatschen, wenn Willkommen ich daheim, aufsteigen Mutter. möchte, Was nicht wünscht wahr? ihr? Genau, ich Nun möchte gut, Blutechos lass mich kurz. kanalisieren und wäre eigentlich für die Stärke. Oh, da wären wir bei 398. In der letzten Folge war ich bei 88. Ich frage mich, warum jetzt hier wieder so hohe Zahlen dastehen. Moment, geschickt, da wäre ich bei 7, Moment mal, 97. Rechte Waffe bei 606, die Verteidigung ebenfalls um 1, also die Stärke wäre hier dann am sinnvollsten. Die möchte ich dann auch nehmen. Und ja, das soll es dann Willkommen, hier jetzt Bruder erstmal Jäger. gewesen sein. Die restlichen Blutechos werde ich in besondere Blutviole, die GP erneuert. GP ist meine Lebensleiste. Das ist GP. Moment. In der letzten Folge, wisst ihr noch? Als ich sagte hier GP, was sind GP? Das wäre interessant zu wissen, was GP sind. Moment, Moment, Moment. Was ist hier los? Blutedelsteinverstärkung. Jetzt weiß ich doch nicht mehr, was was gewesen ist. Moment, ich glaube bei dem dritten, oder? GP. Nee, hier habe ich das hier. Wo war das mit den GP? Dauerhafter GP-Gewinn plus 1. Dauerhaft. Ich glaube, da war noch was mit GP. Moment. Maximale GP. Boah, aber mein Angriff sinkt dadurch drastisch. 346? Maximale GP. Physisch plus 18%. So, war hier noch was mit GP? Was war das erste denn nochmal? Dauerhafter GP-Gewinn. Das könnte ich ausrüsten. Physischer Angriff auf null. Wer macht denn sowas? Nee, nee, das ist mir egal. Egal, was das mit den GP auf sich hat. Nee, Tut mir leid, das kann ich leider nicht. Das kann ich leider nicht dulden. Nö, sorry, dicke sorry. Nee, Moment, ich hätte hier gerne nochmal 300, 411, genau. 416 hätte ich hier sogar. Ah, ich hatte auch 416. Nee, das lasse ich dann lieber. Nee, das ist mir dann doch wichtiger.
Der hohe Schaden. Okay. GP. Seht ihr? Jetzt weiß ich, was GP sind. So, okay. Dann nochmal zurück zur Leuchtturmhütte. Genau, und dann haben wir hier unseren Fahrstuhl. Ganz genau. So, dann müssen wir jetzt hier nochmal nach unten. So, und wenn ich den Fahrstuhl jetzt nochmal nach oben schicke, was ich dann auch tun muss, dann... Sonst kann ich die Leiter da nicht runter, die ich gesehen habe, ne? Mensch, ich muss das Gerät gar nicht bedienen. Ich kann mich doch hier nochmal draufstellen und zack. Geht doch viel schneller. Ist das eine Sackgasse? Ich glaube nicht. Ich möchte erstmal hier lang. Ach du meine Güte. Ich kann die nicht anvisieren. Also tun sie mir auch nichts. Großartige Weisheit. Ne, eine Audienz mit schleimiges Ding hieß es doch. Später, das schleimige Ding ist dort hinten. Und die beten das schleimige Ding an. Das ist doch die Nacktschnecke, die ich von oben gesehen habe, ne? Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist schon, das könnte der Gebietsboss sein. Ich möchte dann, glaube ich, dann doch erstmal die Leiter runter. Chill. So, langsam. Erstmal. Verfluchten Verwandten Dunstblut-Edelstein. Ach du meine Güte, jetzt habe ich nochmal sowas. Ah, den muss ich mir versuchen anzugucken. Moment, verfluchter. Moment, das sehe ich doch hier. Moment. Verfluchter Dunstblut-Edelstein. So hieß er doch hier. Das ist er. Und was kannst du so? Steht das hier? Ein Blutedelstein, der Waffen verstärkt und verschiedene Eigenschaften hinzufügt. Die krankhaften Flecken deuten auf einen Fluch hin, aber die tückischen Effekte dieses Edelsteins sind perfekt zur Stärkung bestimmter Waffensorten geeignet. Die meisten Dreieck-Blutedelsteine haben Effekte, die Attributboni und Zusatzeffekte gewähren. Ja, und dieses Dreieck kann ich zum Beispiel auf diese Waffe hier packen. Ne? Hier auf der Heiligen Klinge zum Beispiel nicht. Ne, das würde dann nur hier bei ihm funktionieren. Ah, jetzt will ich doch schon wieder zurück. Ah, Mann. Ja gut, das machen wir dann später. Erstmal werde ich dann jetzt mal hier runtergehen. Ich würde auch mal gern wissen, was passieren würde, wenn ich die jetzt angreifen würde. Was dann passiert, dann möchten sie bestimmt alle mir nach. Ich muss safe gegen... Guck mal, ich muss safe gegen den kämpfen. Ich habe doch Blutspuren jetzt schon gesehen. Ach du meine Güte. Da kommt gerade was auf die Welt. Wie ekelhaft. Und die Nachgeburt schwimmt dann noch rum. Nee, das ist seine Waffe. Na super. Ist der Mond nicht schön? Ist das das Kind? Nee, kann nicht sein. Waisenknabe von Kos. Wo ist es denn? Da unten. Der ist ja gar nicht so riesig, oder? Da bleibt er jetzt erstmal da unten stehen. Ah, nee. Ja, alles klar. Jetzt möchte er kommen. Oh. Ja, du bist... Wow, wow. Alter Schwede, was stimmt denn mit dir? What the flip? Moment mal. Chill mal. Wow, hey.
Oh shit, Moment, trink mal was. Wow. Okay, das ist uncool. Wow, shit. Weg, weg. Alter Schwede. Ich bin tot. Warum schreist du so? Du bist unfassbar hässlich. Na gut, ich wollte sowieso ja erstmal nochmal zurück zum Jäger kehren. Und wollte mir doch das Ganze da anschauen. So, einen Moment. Werkstatt, Blutedelsteinverstärkung, Bestienschlitzer. Und dann gucken wir mal hier, was das seltsamer, nein, vernichtender, verfluchter, das hier ist der. Angriff gegen Bestien. Nee, der hier war's. Das hier ist es gewesen. Angriff gegen Verwandte. Angriff gegen Bestien. Okay, Moment. Was hat denn die Axt? Die Axt hat auch das Dreieck. Die Axt hat 152. Der Bestienschlitzer. Trotzdem besser. Moment mal. Waffe verstärken. Ja, die Jägeraxt kann ich nicht verstärken. Dafür benötige ich Blutsteinbrocken, 3 Stück. Die habe ich doch. Aber ich habe halt die Seelen nicht. Die Blutechos dazu nicht. Das ist das Problem. Okay. Blutedelsteinverstärkung. Ich packe das dann jetzt auf diese Waffe. Das habe ich schon getan. Nee, habe ich nicht. Das habe ich nicht getan. Ja, dann probieren wir das doch mal so. Die Waffe habe ich ausgerüstet, nicht wahr? Hoppla, das ist die Fackel. Genau, dann machen wir das so. Oh, schaut mal, ich habe hier tolle Effekte da oben. Guck mal. Eine Ausdauer, die lädt sich viel schneller auf. Oder habe ich mir das gerade eingebildet? Moment, ich roll jetzt mal hier eine Runde. Das Gefühl, das ging irgendwie jetzt schneller. Ah, nee, vielleicht auch nicht. Okay, ich möchte einmal bitte nochmal zurück. Ach so, Quatsch, was mache ich denn mit dir? Oh, ja, ich bin verwirrt. Ich habe auf jeden Fall 2 tolle Symbole da oben. Wenn ich die Waffe nehme, die Symbole weg. Ja, das hat wohl was hier mit den tollen Effekten zu tun. Okay, dann probieren wir das mal so. So, dann einmal wieder nach unten. Das finde ich aber schon mal toll, dass der Weg dorthin nicht so mies ist. Also ich meine, hier bei unserer letzten Freundin hier, bei Fürsten Maria, da ist das natürlich noch ein Stück besser gewesen. Direkt so vor der Tür. So, zack. Jetzt würde ich aber natürlich gerne schon wissen, was passiert, wenn ich euch angreife. Schwäche ich ihn dann damit? Vielleicht? Guck mal, ich mach das mal hier. Da geht das Geschrei erst richtig los, weil ich sehe nämlich so viele davon treffe. Ja, hier ist nämlich Schluss. Hier gibt's noch Überlebende. Ekelhaft das Zeug da. Ah, hier leben noch welche. Hier auch. Da oben die 2. So. Ah ja, du bleibst auch nicht unverschont und ihr beiden auch nicht. Ich glaube, ich habe alle. Ich weiß nicht, ob das jetzt was gebracht hat. Hinweis ansehen. Riecht nach Albtraum. Das werden wir jetzt mal gleich sehen. Sehe ich den jetzt? Ah, der steht wieder ganz vorne. Alles klar, da sind meine Blutechos. Die nehme ich sehr gerne mit. Ja, das ist meine Begrüßung hier. Waisenknabe von Kos. Ja, ich krieg's ab. Weg. Oh, shit. Auf. Vorsicht. Wow. Hallo. Alter, willst du mich komplett auf den Arm nehmen?
Der läuft ja voll amok. Okay, vielleicht war das nicht so gut, dass ich die davor getötet habe. Vielleicht wurde er dadurch stärker anstelle von schwächer. Ja, sie leben noch alle. Also jetzt, sie leben wieder. Nennen wir es mal so. Ja, ich muss hier vorbei. Macht mal Platz. Und dann lasse ich den jetzt hochkommen. Ah, den nehme ich natürlich mit. Ich glaube, das ist nicht so gut, wenn ich meine Waffe hier... Moment. Genau, ich lasse die mal so. So, du kommst doch gleich hoch. Oder muss ich wirklich erst ein Stück runtergehen? Ich glaube, ich muss tatsächlich ein Stück runtergehen. Damit er auf mich springt, ne? Der möchte ja dann direkt losspringen. Und was für eine Waffe. Ich glaube, anvisieren ist uncool. Alter Schwede. Wie kann man denn so... Oh, Entschuldigung, ich wollte nicht fluchen. Sag mal, ey! Ich kann mich dann nicht... Wow, ich wollte mich gerade heilen. Lass mich mal bitte in Ruhe. Alter Schwede. Sollen wir mal zu deiner Mutter? Das kann doch nicht wahr sein, wirklich. Wow. Alter Schwede, hallo, was ist das hier für eine abgefahrene... So, dann auf ein neues. Seine Waffe, der hat einfach eine Reichweite und ist noch super schnell. Und der hat Ausdauer bis zum Abwinken. Das ist echt nicht mehr feierlich. Aber meine Blutesche sind da unten. Super. Ja, dieser Angriff ist richtig mies. Also, okay. Ach Gott, und ich ziehe so wenig ab. Jawohl, jetzt hast du mich noch getroffen. Ist das nicht richtig nice? Nicht mehr anvisieren. Komm, mach, dass du deine Seelen da unten schnappst, Shitstorm. Ach du meine Güte, mein Leben sieht auch nicht mehr so dolle aus. Oh Gott, der ist ja direkt wieder hinter mir. Ja, mach du nur. Ich zieh einfach... Wow! Hallo! Ja, das war's. Boah, ich hab dann... Ich hab kaum Zeit, mich zu heilen. Jetzt reicht's hier aber mal. Kannst du mal bitte aufhören mit deinem Rotz? Ja, und jetzt bin ich... tot, schnell weg. Weg, 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 weg. Okay. Meine Hände schwitzen. Das ist der Wahnsinn. Warum leuchtet er jetzt so? Weg. Ich wollte eigentlich gar nicht mehr so weit hinten sein. So, komm. Was macht ihr da? Alter Schwede, ist das dein Ernst? Komm, schnell, steh auf. Mach nicht, sei nicht so lahmarschig. Oh Mann, ey. Oh, verdammt. Lass mich doch mal in Ruhe, damit ich mich heilen kann. Sag mal, wo sind wir hier? Meine Fresse. Verdammt, steh auf! Meine Güte, ey. Oh nein, er wirft wieder sein Kram. Och, Mann!
kann doch nicht wahr sein. Wirklich, das kann nicht wahr sein. Oh, leck mich doch, ey. Was bist du für eine Sau? Weg! Meine Fresse. Komm, ich hab gar nichts mehr bald, ey. Ich kann mich nicht mehr heilen. Ja, ey. Verpiss! Ich kann das vergessen. Los. Das kann nicht wahr sein. Feierabend. So, meine letzte Blutfiole ist das gewesen. Schlag doch mal zu. Mach doch irgendwas. Meine Fresse, Shitstorm. Du bist aber auch ein Vollhorst. Ist das denn für ein Gegner? Meine Fresse. Und dann noch, ach, was ist denn hier los? Ach Mann, weil ich mich da jetzt wieder nicht hingestellt habe. Ach Mann. Bin ich ja auch kotzen. Was für ein Rotz. Leck mich doch. Ja, das hier macht's auch nicht besser, aber vielleicht, wenn ich ihn damit erwische, dann bewegt er sich vielleicht mal kurz nicht oder so. Oder ich kann mal seinen Angriff zum Abbruch führen oder so. Ah, Moment, jetzt hätte ich es ja fast wieder getan. So, zack, weg. So, hier geht's lang. So, dann probiere ich das jetzt mal so. Mann, ich hatte die Hälfte, ne? Wo sind meine... Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin doch hier gestorben, hier in der Nähe. Ich würde das nämlich schon gern beibehalten. Null. Echt? Was ist denn hier schon wieder schief gelaufen? Also ich glaube, da ist es auch besser, wenn man an dem dran bleibt, oder? Ja. Es passiert einfach gar nichts. Es passiert nichts. Darf ich jetzt... Ich kann einfach nicht zuschlagen. Ich darf gar nichts machen. Alter, ey, reg mich auf. Das wollte ich. So was Ähnliches zumindest. So, und jetzt darf ich mit meinem Leben bezahlen. Meine Fresse, beweg dich doch mal. Meine Fresse, wie lahmarschig bist du? Könnte ich da kotzen? Schnell weg. Wow. Achso, der zaubert. Ja, okay. Nochmal Shitstorm. Ach komm, ey. Wie ist das eigentlich so, wenn man nichts kann? Wirklich. Zack. Ah, super, hat ja was gebracht. Nochmal was trinken. Ja, super. Hallo, hallo. Bist du eigentlich? Boah, regst du mich auf. Vorsicht, weg! Was ist jetzt passiert? Oh nein, wie dumm. Oh, das war keine Absicht. Bin ja gerade auf den Knopf gekommen. Trink nochmal was. Los, Schätzchen. Ich wollte gerade sagen, aber ich habe dich auch erwischt. Weg. Verdammt! Sei doch mal nicht so schnell! Trink was! Oh Mann, ich hab drauf gedrückt. Warum folgst du denn nicht? Ey, der regt mich gerade richtig auf hier, unser Shitstorm. Ja. Weg. Verdammt. Zu weit weg. Oh, jetzt springt er noch durch die Gegend und schmeißt hier rum, als wäre er bei den Power Rangers. Ach
Du meine Güte. Tu den mal anvisieren. Warum passiert denn hier nichts? Ich weiß hier doch gar nichts. Ach du meine Güte. Ja, genau. Jetzt hat er hier noch eine Frisbee-Waffe. Trink was. Alter Schwede. Boah, du machst mir echt Angst. Shitstorm, ich sehe nichts. Steh auf. Du sollst was trinken. Jetzt, zack. Hat's was genutzt? Jawohl. Ach, jetzt fliegt der hier noch rum. Ach du meine Scheiße, jetzt werde ich hier noch gegrillt. Das war's. Alter, willst du mich komplett... Ich habe noch 20 Blutfiolen. Ich glaube, ich behalte die Waffe. Alter Schwede, macht dieser Gegner mich unfassbar aggressiv. Dann macht er hier noch. Alter. Nee. Mm-mm. Was leuchtet da hinten? Was leuchtet denn da hinten? Oh shit. Oh nein. Ich habe diesen Fluchzustand. Ich gehe doch schon weg. Der Wahnsinn. Hä? Warum bin ich dort nicht gewesen? Moment mal. Nicht mit dieser Waffe. Ich muss mich mal gerade komplett hochheilen. Wo ist dieses Monster? Da ist es. Oh Mann, ich bin doch hier am Zuschlagen. Meine Fresse, machst du mich aggressiv hier mit deinem Scheiß. Geh kaputt. Dankeschön. Jetzt bin ich gestorben. Ey, du willst mich komplett... Ihr wollt mich alle... Warum bin ich hier nicht gewesen? Die wollen mich hier alle komplett total veräpfeln. Ich merke wieder, wie unfassbar aggressiv ich werde. Tut mir leid, dass ich hier wieder so am Rumschreien bin. Es tut mir leid. Das fiel mich doch echt gebissen. Drecksau. Ich weiß, meine Wortwahl ist vielleicht auch nicht gerade die beste. Ja, ja, du haust vor der ab, ne? Da ist sie. Weg! Ich komme da nicht weg! Komm, schnell, 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 Shitstorm. Los, 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 los. Sag mal, wie viele sind das denn hier? Weg! So, jetzt kommt der Wahnsinn und ich bin tot. Ich wollte gerade noch was trinken, verdammte Scheiße. Das kann doch echt nicht wahr sein. Wo sind wir hier bitte? Was ist das hier für ein abgefahrener Ort, ey? Ah, ich bin da runtergesprungen. Natürlich. Ich habe diesen Weg einfach nicht gesehen. Ah, du hast meine Blutechos. Ja, so viele sind's nicht. Das sind nämlich genau 0. Ja, es geht schon los. Das kann nicht wahr sein. Jetzt habe ich doch echt den Wahnsinn abbekommen. Moment mal, ich habe doch die Beruhigungsmittel. Sollte ich vielleicht dann direkt nehmen. So, jetzt sind sie aber getrennt, ne? Rechts und links. Bleielixier. Genau, dann kümmere ich mich erstmal um dich. Das kann nicht wahr sein. Kommt die andere jetzt? Nee. Ich hab doch... Oh, ich hätte die Beruhigungstablette direkt nehmen sollen einfach. Okay, beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal. Direkt die Beruhigungs... Mittel nehmen, Beruhigungstablette, wollte ich erst sagen. So, komm. Jetzt setzen wir aber den ein Ende.
So. Nee, nicht hier, sondern hier. So, let's go. Genau, da schwimmt sie. Genau, lauf du schön nach rechts. Dann laufe ich nach links. Und krall mit den anderen Kollegen. Ah, der Krieg ist schon ab. Beruhigungsmittel, ja. Ja, wenn es hell ist, sollte ich vielleicht nicht hingehen. Ja. So, ich komme zu dir. So, direkt Tablette nehmen. Sehr schön. Und heilen. Und heilen. Sehr schön. Gegenstand. Verfluchtmäßigung Dunstblut Edelsteinstufe. Ja. Jetzt weiß ich, wo ich hier bin. Mäßigung Dunstblut Edelstein. Verwandtenkeit Blut 11. Der Brunnen, der hängt da oben, der zweite. Das ist ja jetzt wohl ein Scherz. Da hat er da oben gehangen. Ah, sieh dir das an. Ja. Ich bin hier. So, direkt weg. Trink Beruhigungsmittel. Oh, weg. Heil dich. Heil dich. Heil dich. Beruhigungsmittel. Oh, verdammt. Nee, ich kann, ich bin gerade überfordert. Gerade, wirklich. Nein! Du Drecksvieh, töte mich bitte nicht. Ach, Mann. Ich war voll überfordert gerade, ich wusste nicht, was ich drücken soll. Ach, was ist das für ein Mist, ey. Regt mich das gerade auf. Geht aber auch so schnell. Dieser Wahnsinn. So, hier lang. Ah, stopp. Moment. So. Naja, immerhin. Ich hab Blutdunst-Edelsteine aufgesammelt. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie sie hießen. Komm, mach, dass du hier schneller vorbeigehst. Dann werde ich den auf der linken Seite ignorieren und kümmere mich um den rechten. Ja, lass dein Licht aus. Besser wäre es. Genau, sehr gut. Heil dich. Heil dich. Nimm das mit. Weiter geht's. Okay. Ja, du darfst auch sterben. Riecht nach Frau. Schließlich Zeit für Blutsteine. Kommt der andere mir jetzt nach? Nee, ne? Da ist der Magier. Da ist noch eine, die rumspringt. Moment, ich muss jetzt Gas geben. Genau das wollte ich vermeiden eigentlich. Weg, weg! Shitstorm, heil dich bitte, heil dich, heil dich, heil dich. Vorsicht, oh, ich komme da nicht mehr weg. Ja, komm. Ende Gelände hier. Quecksilberkugeln. Habe nichts, Dunstblut Edelstein. Ah. Gab's hier noch einen? Ja, hier ist noch einer. Du hast bestimmt auch noch vielleicht was Tolles für mich. Nee, du hast gar nichts für mich. Da hinten sind noch welche. Ja, super.
Okay. Ja, da bekomme ich auch nichts. Was haben wir hier? Hier ist nichts. Okay. Okay, okay. So, sind ja nicht fertig. Ist da hinten noch ein Magier? Ja, natürlich. Ich hatte aber Glück, dass der mich nicht gesehen hat. Die Frage ist jetzt, wie komme ich denn da an den ran? Der steht doch da hinten, oder? Achso, der steht da. Okay, ja, dann komme ich mal direkt. Wow! Moment. So, erledigt. Hinweis ansehen. Erinnerst du dich an die Unsichtbaren? Ah? An welche Unsichtbaren? Ich erinnere mich an keine Unsichtbaren. Aufrichtiger Dank, Quecksilberkugeln. An welche Unsichtbaren? Ich erinnere mich an keine Unsichtbaren. Ja, jetzt treffe ich hier wieder nicht. So, erstmal heilen hier. Super. Da sind Unsichtbare. Das sind aber doch Jäger. So, Moment. Seltsamer Blitz. Edelstein. Blutbrocken! Ich hab einen Blutbrocken! Ich brech ab. Aufrichtiger Dank. Ich kann meine Waffe verstärken. Ich kann meine Waffe verstärken. Ich hab einen Blutbrocken. Ich hab einen Blutbrocken. Jawohl. Sehr nice. Richtig, richtig nice. Super, dann kann ich jetzt hier ein bisschen meine Waffe verstärken. Ja, komm schnell, bevor wir wahnsinnig werden. Das wäre so uncool. So, natürlich. Ah. Alles klar, Zeichen eines Jägers. Okay, dann wollen wir mal sehen. Dann möchte ich doch mal meinen Blutbrocken einsetzen. So. Werkstatt. Yes. Waffe reparieren auf jeden Fall. So, zack, zack. Und meine Waffe möchte ich verstärken. Auf 200 wäre die. Bestienschlitzer wäre auf 209. Nee, gar nicht. Quatsch. Die wäre auf 184. Jetzt hätte ich mich aber selber veräpfelt. Ludwigs heilige Klinge. Jawohl. Waffenmeister. Achso, weil die jetzt maximiert ist. Alles klar. Ja, die ist jetzt auch gar nicht mehr hier drin. So, Moment. Blutedelsteinverstärkung. So, jetzt muss ich mich hier nochmal umschauen. So, könnte sein, weil wir jetzt sehr viel von denen gefunden haben, dass ich... Moment, hier ist was. Verflucht Mäßigung Dunstblutedelstein. Langsteingifteffekt 2,3 nehme ich. Auf jeden Fall. Hier einmal. So, dann sind wir... Oh, Moment. Mäßigung Dunstblutedelstein. 467. Moment. Gucke ich hier aber auch nochmal drüber. Ich glaube, das ist die, die wir vorher auf unserem ersten Stein hatten. Dem ersten Slot. Moment, hier war was, glaube ich. Achso, ja, hier, okay, alles klar. Dann gucken wir jetzt hier drüben. So. Was benutzen wir da am besten? Feuerangriff. Ja. Haben wir da gar nichts Tolles? Ja, mit dem Feuerangriff, dann ist oben der physische Angriff gleich direkt auf 0. Das ist nicht das, was ich möchte. Blitzdunstblutedelstein. Seltsamer Blitzdunstblutedelstein. Ja. Nee, ich lass das mal so. 476. Alles klar. Blutfiolen habe ich keine. Also habe ich nur noch 18 scheinbar.
Moment, dann werde ich hier jetzt mal welche kaufen. 17 Stück, zack, passt. Okay, dann würde ich das gerne hier mit dieser Ausgeburt von Finsternis noch einmal probieren. Leuchtturm, nein. So, das Ganze habe ich jetzt abgekürzt, nur weil ich mich da jetzt verdrückt habe. Ah. Ich glaube, ich packe meine Waffe so nochmal an, oder? So, Moment. Jetzt muss ich gucken hier. Das ist der richtige Weg. Moment. Chip, mach's gut. So, jetzt muss ich hier nochmal kurz nach meinem Status gucken. 363 mit meiner Waffe. Bin ich aber bei 467. Komm. Wenn der nicht so abdrehen würde. Moment mal. Ach komm. Nee, das bringt nichts. Wenn ich mich da jetzt anfange, hier umzuziehen. So. Ah, ich wollte sagen, meine Dings sind gar nicht hier, meine Blutechos, weil ich bin ja schon vorher ein paar Male gestorben. Also wie oft ich hier auf meinem Zettel stehen habe, tot, wo ich euch dann rausschneide, ist der Wahnsinn. Zack. 617. Oh shit, jetzt hast du mich aber gewischt. Zack. Okay, Moment, heil dich, Shitstorm. Okay. Okay, alles klar. Ja, ich habe verstanden. Wir machen uns schon weg hier. Ich finde das schade, dass ich mich so wegrollen kann. Zack. Oh, shit. Wow, wow, wow. Halt, stopp. Ich bin einfach zu lahm. Das ist einfach so abnormal, wie schnell der ist. Aber wenn ich den einmal hier mit meinem breiten Schwert einmal angegriffen habe, dann bleibt er mal so kurz stehen, als würde er das Gleichgewicht verlieren. Das ist zwar nur ganz kurz, aber es ist toll. Dann greift er mich nämlich in der Zeit nicht an. Das ist schon schön, muss ich sagen. So, das Ganze noch einmal. Und das wird auch höchstwahrscheinlich der letzte Versuch jetzt in dieser Folge sein. Und ja, dann werde ich auf jeden Fall keine weitere Folge aufnehmen. Dann werde ich erst nächste Woche hier weiterspielen und dann werde ich dann höchstwahrscheinlich dann mit dem Hauptspiel weiterspielen. Das habe ich daneben geschlagen. Aber ich meine eher auch. Wow. Ja, genau. Wie du mich jetzt schon wieder aufregst. Ist das nicht toll? Ich einfach daneben schlage. Na komm, zack. Ey! Zack, zack, zack. Hey, lass mich nochmal, bevor du dich jetzt hier verwandelst. Oh, meine Kondition. Oh, leck mich doch. Geh weg. Shitstorm, weg da. Von dem. Das kann nicht wahr sein. Oh, Mann. Ich komme da nicht weg. Ja, jetzt will er es natürlich wissen. Los. Oh oh. Das ist da dieser Angriff, der so uncool ist. Alter Schwede. Trink, 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 trink. Alter Schwede, ist das dein Ernst? Zack und bin tot. Ich weiß nicht, was das für ein mächtiger Zauber ist. Aber du kannst mich mal. Was ist das für eine? Nee. Mm-mm. Das ist schon wieder nicht gemacht.
hier noch einmal probiere ich's und dann könnt ihr das vergessen. Dann werde ich erstmal mit dem Hauptspiel weitermachen. Und dann gegebenenfalls nochmal hier hinkommen. Ey, das ist ja echt eine Katastrophe. Eine richtige Katastrophe ist das. Moment. Genau. So, zack. Und dann jetzt hier durch. Aber der Anfang lief eigentlich recht gut. Na? Bis er dann angefangen hat. Ich habe ein paar Male daneben gehauen, wenn ich diesen Angriff hier gemacht habe. Oder diesen Angriff ausgeübt habe, um das besser, schöner auszudrücken. Ja, komm du mal her. Mir ist es eigentlich recht schön, wenn du hier hoch hinkommst, also hier nach oben kommst, aber ich glaube, das ist ziemlich egal. Ja, lass mich auch noch zuschlagen. Nee, wow, wow. Oh, ich dachte, ich wäre tot. Ja. Trink, 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 trink. Okay, sehr gut. Shitstorm und bang. Und zack. Ganz genau so gehst du mir schon auf den Keks, ey. Weg hier. Warum schlägst du denn nicht? Na, immerhin. Er hat einmal zugeschlagen. Ich brech ab. Ja, hier habe ich dann auch mal was austeilen dürfen. Oh, nein. Ja, ich bin zu weit weg gewesen. Meine Güte. Ja, so konnte ich mich noch mal ein bisschen an dem heilen. Wow. Ja. Zack. Nochmal. Oh. Weg, weg, meine Kondition, weg, steh auf. Meine Gott, bleib da nicht ewig liegen. Ich weiß, das ist aber realistisch und so. Ach du meine Güte, steh auf. Ruhe hier. Ach du meine Güte, weg. Oh shit. Los. Ja, nochmal. Nochmal. Ja, ich weiß die Kondition. Alter Schwede, trink was, bitte. Los? Oh Gott. Ich glaube, man muss an dem dranbleiben. Los, komm, wir haben ihn gleich. Oh. Nein. Nein, 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 nein. Bitte, 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 trink, 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 trink. Wo ist er? Komm! Komm noch einmal! Jawohl! Bring ihn um! Ja! 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 Du elendes Pack! Fußparasit. Elender. Mistkerl. Ekelhafter. Okay. Ich hab hier. Oh Gott, meine Hände zittern. Wenn ich jetzt gestorben wäre, jetzt kurz vor Schluss, ich wäre ausgerastet. Ausgerastet. Es hat sich gelohnt, Leute. Oh mein Gott. Oh. So, wo haben wir das? Irgendwas mit Kos? Das hat irgendwie ausgesehen wie Tauben. Wie so zwei Tauben hat das für mich ausgesehen. Ich bezweifle, dass das hier ist. Schlüsselgegenstand vielleicht. Nein, hier ist es nicht. Ist eine Waffe ist. Hier ist es. Das ist es. Igitt.
Kos Parasit. Als der Kadaver von Kos an Land gespült wurde, wimmelte es in seinem Inneren vor Parasiten. Allerdings sind... Ja, allerdings, genau, ich kann nicht lesen. Allerdings nicht solchen, wie man sie bei Menschen findet. Diese untypische Waffe kann nur eng umklammert und geschwungen werden. Jedoch wird den Kosparasiten nachgesagt, Trugbilder in Lichthölzern hervorzurufen. Ich möchte diese Waffe jetzt mal kurz ausrüsten, weil ich möchte wissen, wie das hier aussieht. Ich kann sie nicht ausrüsten. Woran liegt das? Ah, Arkan 20. Okay, ja, dann wird das mit uns auf jeden Fall nichts. So. Eure Zeit ist gekommen. Ihr müsst sterben. Ja. So, und was ist das da vorne? Das Dunkle? Lampe anmachen. Moment mal, da sind meine Blutechos. Was ist das jetzt? Das hier? Was soll das sein? Oh oh. Oh oh. Albtraum erschlagen. Ist das was Gutes? Oh oh. Süßes Kind von Kos. Zurückgekehrt in den Ozean. Ein bodenloser Fluch. Ein bodenloses Meer. Die Akzeptanz von allem, das ist. Und allem, das sein kann. Okay. 27 Einsicht. Okay, ich habe den Albtraum erschlagen. Sieht schon ekelhaft aus. Muss ich jetzt über das Wasser gehen oder was? Nee. Oder? Kann ich mir nicht vorstellen. In den Traum des Jägers zurückkehren, ja. Okay. Moment. Wir werden auf jeden Fall aufsteigen. Moment, genau. Das wird nicht reichen, deswegen benutze ich das hier jetzt einmal. Ja, das reicht immer noch nicht. Dann benutze ich das ein zweites Mal. Und das sollte aber ausreichen. Ja. Blutechos kanalisieren. Und ich möchte... Stärke. Ja. Vitalität. Ausdauer. Die Stärke. 365. Perfekt. So. Dann habe ich wohl das DLC-Gebiet abgeschlossen. Deshalb gab es dann da jetzt auch eine Silbertrophäe, ne? Bei den anderen gab es nämlich Bronze. Bei den Bossen. Aber ich bin mir ehrlich gesagt jetzt unsicher. Moment mal. Die Gläubigen werden verschont. Ich möchte wissen, ob vielleicht jetzt doch irgendwas passiert, wenn ich jetzt hier lang laufe. Einfach nur, damit ich es getan habe. Ich komme doch ziemlich weit. Das habe ich ehrlich gesagt jetzt nicht erwartet. Oh, hier geht es nicht weiter. Mensch, gib mal Gas. Also, hier ist eine unsichtbare Wand. Ja, das war's mit dem DLC-Gebiet. Hier geht's dann wirklich nicht mehr weiter. Es sei denn, ich könnte hier vielleicht noch irgendwie... Keine Ahnung. Nee, da scheint's gewesen zu sein.
Der Knabe. Das war's. Hinweis ansehen. Wundersam, Klecksding, bitte übernimm für mich. Ja, Hinweis ansehen. Wundersam, Klecksding. Gibt's hier noch irgendwo Hinweise? Nö. Das war's. Ja, und hier musste man auch, also konnte man den Albtraum erschlagen. Ich dachte, ich schlage jetzt einfach mal dagegen, um zu sehen, was passiert. Und das scheint wohl richtig gewesen zu sein. Ja, okay. Das ist es dann gewesen. Ja, diese Folge hier war sehr anstrengend. Ich glaube auch nicht nur für mich, sondern auch für euch. Bei dem Zuschauen. Manche finden das unterhaltend, wenn man da so ausflippt. Andere finden das eher weniger cool. Ich gehöre zu der Sorte. Ich muss meistens mich immer kaputt lachen, wenn ich sehe, wie Leute ausflippen. Ja, ne? Ich finde das halt, ich als Zuschauersicht finde das schon sehr unterhaltsam und so. Aber ich verstehe das halt auch total, wenn Leute das nicht so toll finden. Aber es tut mir leid. Abscheulichkeit von Kind. Also wenn, das war das Kind. Das hier sollte das Kind gewesen sein. Ah ja. Dann wollte ich die Eltern aber auch nicht kennenlernen. Naja gut, okay, dann soll es das mit dem DLC-Gebiet gewesen sein. Gehe ich mal stark davon aus, dass das hier das Ende ist von dem DLC-Gebiet. Und dann werden wir in der nächsten Folge mit dem Hauptspiel weitermachen. Bis dann. Tschüss.